Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge F1 2018 im Multiplayer zusammen mit Dosenbierdose, Rufus, Onkel Poppy, der dazwischen labert und Fresh Fries. Hallo. Hallo. Grüße gehen raus. In Singapur. Ja, wir haben echt Bock drauf. Mama, bin ich im Fernsehen? Nee, leider nicht. Ja. Leider kein Regen. Das wäre zu schön. Grüße gehen raus an meinen Chef, der hat sofort jede Folge geguckt, habe ich gehört. Keine Ahnung. Einfach mal grüßen. Grüße gehen raus an der Zeit, Chef, in der du eigentlich arbeiten solltest. Den Chef. Er hat heute, während ich auf Arbeit war, das geguckt. Aber für das ist er Chef, das darf er. Ich kann überprüfen, was du so über die Firma redest. Nur Gutes. Du bist bei mir gerade zweimal rausgefahren. Du bist bei mir erst in mir gewesen und dann auf einmal hinter mir. Gefällt dir das Fresh, wenn Rufus in dir ist? Nein. Der Dalu-Effekt, ey. Merkt man halt gar nicht, wenn Rufus in mir ist. Ne? Achso. Das ist ja wieder diese scheiß Boxenausfahrt, ne? Ja, die Boxenausfahrt ist ganz großartig. Ich finde die geil. Ach, du bekommst ja in dem Spiel sowieso keine Strafe dafür, wenn du die Video triffst. Du kriegst nur eine Verwarnung. Und gerade heute kriegst du sie. Ja. Aber wenn du schon zwei Verwarnungen hast, na dann kann es teuer werden. Dann ist auch Problematik. Ich glaube nicht, dass du hier Geldstrafen zahlst. Cool, wir fünf sind hintereinander. Das ist doch gut. Also, ich bin angeblich Fünfter. Ich bin Achter. Nee, ich meine jetzt auf der Strecke. Ich wäre 19. Ja, das Lappen. Ist realistisch. Endposition haben die da schon eingetragen. Zehnter. Kann ich mitleben. Aber nur, weil Schnicke nicht mitfährt heute. Achso. Ja, das sonst gewonnen, ganz ehrlich. So, erstmal Reifen warm kriegen. Für die, die hinter mir fahren, das ist ein roter Ferrari und noch ein... Also Dose. Und noch ein Sauber. Mega. Könnte sein, dass ich mal quer auf der Straße stehe und ihr in mich reinfahrt. Deswegen lasst den Abstand. Dann fahr einfach beiseite. Wie denn, wenn ich quer auf der Straße Das ist ja schon Arbeitsverweigerung mit Ankündigung, ne? Ja. Ja, Ahnung. Er weiß schon, dass er wieder in mich reinfährt von daher. Ja, weil ich zu schnell bin. Das ist schon echt abmahnungswürdig. Ja, sowas kennt Rufus noch nicht. Der war noch nicht in der wirklichen Arbeitswelt. Das hat er erst ab Januar. Ab Januar? Was habe ich verpasst? Ja, dann gehe ich arbeiten. Schmeißt du Studium hin, oder was? Nee, ist Dualstudium. Ah. Was für eine Ausbildung kriegst du dazu? Hofmutter. Was für eine Ausbildung. Beim dualen Studium kriegt man auch gleichzeitig auch eine Ausbildung dazu, oder? Irgendein IHK-Abschluss. Na, das ist Bachelor. Off. Nix dabei. Was ist denn Bachelor? Bei uns waren die damals dann auch Versicherungskaufleute. Bachelor of Science? Den was? Glaube ich, ja. Ich mach Wirtschaftsinformatik. Du musst doch wissen, was du studierst. Wirtschaftsinformatik. Wie viel ist 16 mal 16? Boah, ey, das ist 16 hoch 2. 16 mal 16 muss man als Informatiker wissen. Ja, das ist 16 hoch 2. 256. Ja. Ein Taschenrechner rausgeholt. Nee, Dose weiß das. Dose ist ein Nerd, der weiß das. Also haben wir bald einen Eingebildeten unter uns, ja? Das haben wir eh schon die ganze Zeit, wenn Rufus dabei ist. Hiermit bewerbe ich mich bei Fresh Chef. Grüße. Der wird dich nehmen. Ich mich bei Ihnen als Chef. Wir suchen noch eine Putzfrau, eine neue. Ich bin aber keine Frau. Das kann man ändern. Ja. Heutzutage kannst du sein, was du willst. Sogar Putzfrau bei uns. Gibt's da Aufstiegschancen? Poppy übertreibt mal wieder. Poppy übertreibt richtig. Rufus übertreibt richtig. Mal. Natürlich, ja. Dafür, dass ich schon angenommen bin bei Brechts Betrieb. Hast du noch eine schnelle? Hinter mir? Ja. Direkt noch eine. Ich fahr keine mehr. Weil Magnus Nirgard rausdümpelt. Unter anderem. Schön. Direkt mal gelb da. Ich würde mit diesen Hypersofts keine zwei Runden fahren, ganz ehrlich. Deswegen fährt Dose keine Hypersofts. Ganz knapp hinter Rufus.
Naja, 2 Zehntel. 1,5. Nö, du hast eine 1,383 und ich eine 1. Woher willst das du das? Können auch 1,5 sein. Ja. Ich hab raufgeguckt oben links, wie viel das Abstand ist. Ja, gut. Alter, ab und zu ist eine hübsche Laberbacke. Woher willst du das wissen? Oh. Ich bin nur ebenso von 100 auf 0. Also, das nennt sich Arbeitsverweigerung. Ich denke, da kommt eine Abmahnung. Nee, ja, das nennt sich Crash. Oh, Arbeitsunfall, das zahlt die Haftpflichtversicherung. Ist Vollkasko, die ich habe. Dann muss sie ja auch. Mit 50% Selbstbeteiligung. Neue Kostentabelle gesehen. Motor kaputt schon. Zum Beispiel ein Frontflügel kostet. Der kostet mittlerweile 300.000 Euro. Was? 300.000? War nicht vor ein paar Jahren 25.000? Ich habe eine andere gesehen, da war 150.000. Oder 30.000? Keine 150 Ahnung. Hat einen Flügel gekostet, in der, die ich gesehen habe letzte Woche. Frage ist halt immer reine Materialkosten oder plus Herstellung plus Entwicklung. Ich glaube, über die ganze Saison hinweg, oder? Da ja. War angeblich alles mit drin, also Herstellung, Entwicklung. Bei den 150, die ich gesehen habe. Was, Herstellung im Beton? Ja. Wenn du dir aber überlegst, Material ist da kaum Kosten. Eigentlich nix. Ja, das ist alles irgendein Material, ja. Alles Carbon. Material. Das ist alles irgendein Material. Carbon kostet so gut wie nix. Besteht alles aus Atomen, habe ich gehört. Das ist ja auch nichts, also von daher. Vor allem, das Einzige, was da viel kostet, ist definitiv die Entwicklung und die Arbeitszeit, weil so ein Ding zusammenzukleben, glaube ich, dauert ewig. Zeit in der Box. Kann man ja auch nochmal gucken. Ich habe, glaube ich, das Bild runtergeladen. Meine 1348 Bilder. Ja, schön, dass wir jetzt wissen, wie viele Bilder Rufus auf dem Handy hat. Alle von seinem Penis und das Bild, wie viel was kostet. Ich glaube, Rufus hat keine Kontakte zum Hubble-Teleskop. Das ist ihm zu hoch. Was? Gut fahren? Ja, ich sag nur Haargel. Ja, auf jeden Fall. Nein. Unsere beste Runde bis jetzt. Oh, ich hab das Bild doch nicht runtergeladen. Da siehst du, wieder nur Nacktbild. 0,194. Bin ich hinter dir. Los. Im letzten Sektor bin ich schneller als du. Das ist halt mal ganze 3 Zehntel. Läuft bei dir? Ja. Warum darf man auf der Strecke überhaupt Hypersoft fahren, ne? Weil man sonst mit einem Stop durchkommen würde. Ist halt mit einem frischen Hypersoft schon da. 0,25 Sekunden schneller als mit einem runden gebrauchten. Ja. Das ist crank. Das ist crank, my friend. Oh, crank, Alter. Ja, yeah, das ist crank. Wann kommt dieser Part eigentlich? Schon im neuen Jahr oder noch? Ja, neues Jahr. Wir begrüßen euch herzlich zum neuen Jahr. Keine Heute Ahnung. Geht der Weg des neuen Weltmeisters. Ich hab aufgehört mitzuzählen. Kommt im Februar, weißt du, und er sagt jetzt Begrüßung. kurz vor Beginn der neuen echten Formel 1 Saison. Ich hab gedacht, wir haben nicht so viel. War nur Spaß mit Februar. Wir hätten vielleicht bis Februar vorproduzieren können, wenn wir die nächsten 4 Mal nicht ausfallen lassen würden. Also ja, mehr. Stimmt, kommt nicht im Februar, kommt im März. 3-mal, oder? 4-mal? Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch viele ungeschnittene gerade auf der Platte, habe ich gesehen. Ich hab nur das vorletzte, das letzte und das jetzt dann auf der Platte. Also 3 Stück, das geht ja noch. Ich hab nichts auf der Platte, alles weggeschnitten. Ja, Fresh schneidet immer einen Tag vorher und lädt noch in der Früh hoch und vergisst dann Thumbnails und Videoüberschriften und alles. Weil sie eine Arbeit fertig machen wollen. Thumbnails jetzt macht er extra nicht, damit er einen Stream draus machen kann. Naja. Hä? Das war es aber nicht gesund für die Reifendose, ne? Was meinen Sie mit Stream draus machen? Fresh ist es 12. im Temporadar. Läuft bei mir? Nee, 15. Bei mir 12. Wie viel kann ich? Wie denn bei dir? 302. Bei mir hat er 301. Bei mir ist er ein schneller. Auch 302, was hast du für ein Spiel? Ein 2016 oder was? Bei ihm ist der Blitzer falsch eingestellt.
Ach so. Blitz nach hinten zu den Zuschauern. Nicht richtig geeicht. Ja, ist nach Osteichung. Im Osten darf man also einen Kilometer schneller fahren. Ja, ja, so ist das. Wieso hat man dann 21 km/h Strecke? Wir fahren sowieso immer ein bisschen schneller als das Tempora da, weil die ziehen immer ein bisschen was ab beim Blitzen. Mhm. Wie viele Kilometer pro Stunde ziehen die bei euch ab? Mein Tacho ist geeicht. Jetzt wird nichts abgezogen. Bei uns sagt immer die Wahrheit. Kommt immer drauf an, wie viel Euronen ich springen lasse, wie viel die abziehen. Es lohnt sich das dann noch, je nachdem. Oh, ich meine, du ja, spätestens wenn ich dann auf einmal keine sehr Punkte krieg. Und dann lohnt es sich vielleicht schon, das stimmt. Ja, dann lohnt es sich. Dann kann ich auch mal 500 loswerden. Dass so der, wie das Foto fertig entwickelt, mal einen Fehler macht oder so. Wieso, es gibt doch diese Typen, die kaufen doch die Bilder. Du kannst doch hingehen und kannst sagen, hier, pass auf, bin geblitzt worden. Nur Fresh ist draußen? Lol. Nimm mal eine Punkte. Ich wollte gerade zum anderen Fahrer schalten, ging nicht. Oh, musste Fresh zugucken. Du sollst keine anderen Götter nehmen. Kannst haben, auch Fresh 2 zugucken. Fertig. Hä? So mit Softreifen fahren. Das würde ich gehackt finden. Weiß mit Medium. Ja. Würdest du gehackt finden? Warum? Ja, weil die nicht mehr auswählbar sind. Doch, wenn du harte Mischung eben ausgewählt hast, kannst du jetzt Soft wählen. Ach so, tun sie dies. Wir sind 1,2 Sekunden langsamer, also nee. Also nee. Kann ich nicht mehr unterbieten. Hey, ich weiß, Jeff, dass dem so ist. Was ist so? Er hat gesagt, irgendwie sei keiner auf der Strecke und es sei doch ein toller Zeitpunkt rauszufahren. Hat sich MG auch gedacht und ist direkt draußen. Ja, so schnell geht das bei mir. Ja, 185 km/h bist du nur 19. Guck. Ist mir auch egal. Dafür bin ich Zweiter momentan im Klassement. Was macht das Safety Car denn da? Klassement, ey, wo hast denn das Wort gegoogelt heute? Ja, war sowieso davon. Schreiben könnte ich sowieso nicht. Da gibt es sogar zu. Ja, das zeigt, dass es größer. Was zeigt da Größe? Na, wenn ich selber ich, sagst, du kannst nicht schreiben. Das ist nur ehrlich zu sich selbst. Schreiben kann ich schon, nur nicht richtig schreiben. Ich schreibe halt Fehler rein. Da schreibt Klassement, wie würdest du es denn schreiben? Ach nee, hör mir auf. Da, da kommt keiner gut bei weg. Ach komm. Also du hast eine Rundzeit von 5,42. Also wenn du schnell bist, kannst du die 6 Minuten noch knacken, dann geh. Auf geht's. Du bist jetzt bei 5,53, 54. Eieiei, der Junge. Ich fahr mit Wett raus, das passt schon. Naja, ne? Und der Medis gehen aber auch schon. Boah, 6 Minuten 6 hat gedauert. Poppy gerade über Startziel, oder was? Oder MG? MG. Oh, Dose fährt auch nochmal raus. Ja, wir Windschatten geiern. Windschatten, weil sich das hier auch so richtig lohnt. Ja, auf alle Fälle nicht. Also in den Kurven, in den kurvigen Strecken, Teilen, gibt nichts Besseres. Wie kann es sein, dass ich schon mit dreckigen Reifen rausfahre, wenn die neu sind? Was haben die das gemacht? Draufgespuckt. Hast du einen Saboteur in der Garage? Draufgespuckt. Ich wette, das ist einer von sauber. Ja, dann wäre er ja sauber, dann wäre er ja nicht dreckig. Ich glaube, bei sauber haben die nicht die saubersten Methoden. Ich glaube, das ist es. Kommst du quer, siehst du mehr. Was hast du denn so gesehen? Alles. Hast du auch die Strecke von Baku nochmal gesehen? Ja. Hast du 360 Grad Onboard-Video gemacht? Immer doch. Heutzutage geht das auch mit einfachen Kameras, ne? Du musst doch nicht dich noch extra drehen. Für. Ach so, gut. Gut zu wissen, sage ich der Box dann Bescheid, dass sie die dann verbauen sollen. Ja. Wenn du fix genug bist, hast du aber eine 720 Grad Kamera.
KI fährt jetzt raus. Mir egal. Rufus fährt jetzt raus. Ja, bin ich auch gerade. Bin vor der KI rausgekommen. Da habe ich jetzt Gas gegeben. Mal gucken, ob die Rufus unterbieten kann. Oder irgendjemand anders. Ich denke ja, weil die Strecke schneller geworden ist. Ja, ich war eine Sekunde schneller jetzt in der Zeit. Oder ja, fast eine Sekunde. Hast du die Box? Nee, ich fahre noch eine schnelle. Ernsthaft? Ja, natürlich. Hab wieder 3/10 gefunden. Oh, fuck. Lagen einfach so ganz blöd rum? Ja, ja, genau. Ich bin hinter dir. Achso. Er will schon wieder geiern. Nee, ich will, dass du mich da vorbeilässt, falls du dann abbrichst. Oder die andere Runde dann nicht mehr fährst. Du wirst genügend Platz bekommen von mir. Ich bin ja fairer Sportsmann. Ich weiß, die Zeit reicht für dich, deswegen fahre ich die auch nicht mehr zu Ende. Scheiß auf die 4/10. So, Rufus ist wieder im Tunnel. Jetzt redet er für 1,40 nicht mehr. Was war mit Auer los am Wochenende, Rufus? 5-0 gewonnen. In deinen Träumen vielleicht. Nee, haben die echt gegen. Haben die wirklich? Ja, ja. Okay. Man kann auch übertreiben. Das heißt, die haben gegen die geführt? Ja. Die haben führt vorgeführt. Ach, das noch. Diese schlechten Wortwitze schon wieder. So, gucken wir gleich mal Rufus zu. Wo ist er denn? Da ist er. Hast du jetzt die Zeit versaut, oder wie? Ja, natürlich. Läuft bei dir. Ey, Poppy hat den schnellsten ersten Sektor. Mach mir keine Angst, Junge. Um 1/100. Poppy haut jetzt einen raus. Na, ich glaub noch nicht dran. Kann halt jetzt nicht mehr sehen, ob du schnellst den zweiten oder dritten Sektor fährst. Im Moment sieht's nicht danach aus. Oder am Ende kommt Dose noch so um die Ecke. Hallo. Kannst die Rundenladen aktivieren? Ja, will ich jetzt aber nicht. Dose fährt im Übrigen vor dir. Dose, ja. Gibt Gas. Danke. Gelbe Flagge, darf's nicht schneller. Er kürzt mega ab. Ja, Schokolade. Yes. Schade, Schokolade. Oh, um 1/10. Dose fährt in die Box. Schade, schade, Schokolade, ey. Ja, hilft ja nicht. Jetzt müssen wir alle Dosen. Ja, ich hab einmal quer gestanden. Ich hab einmal tatsächlich so ein bisschen gerutscht. Das war. Ist Dose wieder. Das war diese Ausschlaggebende. Ist Dose wieder in die Box? Nee, das Schnicke ist, hat sogar tatsächlich den Namen über der Box hier stehen, obwohl er gar nicht da ist. Kann man mal machen. Ja, natürlich. Ja, gut. Laut Aufstellung macht er einen Boxenstopp. Ferrari kann ja auch mittlerweile sich keinen dritten Fahrer mehr leisten. Das ist halt das Problem. Schnicke kostet zu viel. Ja, genau, Schnicke kostet zu viel. Er ist halt verbeamtet, ne? Deswegen.
Ja. Krankenschein muss man weiterzahlen die ganze Zeit. Mhm. Ist nicht nach 6 Wochen Krankengeld? Ach, keine Ahnung. So, ja, okay, wir starten. Meine Wenigkeit Nummer 1, dann kommt Rufus, dann Poppy, dann Dose und dann Fresh Fries. So ist die Aufstellung für morgen fürs für übermorgen fürs Rennen. Wo hast denn du abgekürzt? Wieso? Ich jetzt erst knappe Sekunde. Ja, okay. Poppy hat ein bisschen gepennt. Ich sag dann ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.